Das finde ich supi-dupi. Der dritte Chaos Emerald. Oh yeah, sehr geil. Was? 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 Ja, ein Schmeißer, den verwerfen. Ja. Ich hätte gerne einen Itemshop, das wäre ganz nett eigentlich. So, jetzt kommen wir zu eines meiner gehassten Level. Da fehlt uns der erste und der dritte. Ich hätte eigentlich gerne einen Itemshop, wenn ich ehrlich bin. Ja, du hast ein paar neue Aufgaben für mich, das ist sehr schön, aber ich hätte gerne ein paar Items, wenn ich ehrlich bin. Kann man denn nicht, gibt es denn nicht hier so Items Shop? Nicht? Okay, dann gehen wir weiter. Oh Mann, ich hätte gerne ein Radar in dem Level, wenn ich ehrlich bin. Das haben wir auch noch. Das ist komplett. Ach du Heilige. Da fehlt uns ja noch. Etliche ist das komplett. Da fehlen uns drei, da zwei. Ach du, da fehlt uns ja noch alles. Hier zwei, hier einer. Ich glaube, da weiß ich sogar schon, wo der war. Aha, hier einer, hier drei, hier einer. Und da hinten sind dann die Bonusleveln, die wir uns dann nochmal genauer angucken werden, denn wenn wir dann soweit alles haben. Ja, genau, so. Dann gehen wir mal weiter. Zurück, 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 zurück. So weit sind wir noch nicht. Eins immer schön nach der Reihe. Jo, dann würde ich sagen, starten wir mal hier rein. Frozen Factory. Ein sehr schöner Name, aber ich hasse diese Eislevel. Ich mag die nicht. Und vor allem nicht, wenn ich irgendwo was suchen muss, wo ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich es finden kann. Und dann einfach wegen irgendwas sterbe, wo ich auch nicht weiß warum. Oh Mann, aber die Musik ist so geil. Oh. Ich habe irgendwo eine Vermutung. Ein bisschen. Aber da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ha. Den ersten einkassiert war eigentlich gar nicht mal schwer. Jetzt muss ich bloß sicher zum nächsten Checkpoint kommen. Zumindest möchte ich noch ein paar Ringe haben. Das wäre sehr nett, wenn ihr mir die genehmigen könntet. Und jawohl. Ich habe hier echt böse Erinnerungen. Da habe ich doch auch irgendwie Ewigkeiten gesucht, wie es weitergehen könnte. Mir fehlt ja der letzte. Wo war denn der? Das Level ist echt verkompliziert worden, meiner Meinung nach. Und ist vollkommen unnötig. Naja, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder ganz am Anfang. So wie mich das anschaut.
Ja. Das ist ja nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich jetzt echt nicht okay. Der schiebt dich einmal mal komplett durch und dann bist du auf einmal hier oben drauf. Okay. So, putz, 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 putz. Und putz. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Oh, wo flieg ich denn da hier überall rum? Ist ja brutal. Ich wette, was hier irgendwo ist dann der letzte rote. Oder hier im Wolkenabteil. Das wäre natürlich auch noch möglich. Aber das hätte ich doch genau abgesehen. Ach nee, das war glaube ich wieder der Glocke, weil ich die zeitlich nicht hingekriegt habe. Die zu verfolgen, wie er den scheiß Mistviechern. War das das? Ich glaube, das war der Grund. Oder auch nicht. Ich kann mich jetzt auch täuschen, natürlich. Oh. Ah, den hatten wir schon. Okay. Ist halt jetzt die Frage, welcher das war. Es hätte mich auch gewundert, wenn ich den jetzt noch nicht gehabt hätte, der ist ja eigentlich Pipi Baby Eier leicht. Würde jetzt ich einfach mal behaupten. Wieder zu manchen anderen roten Ringen. Und. Aber ich finde die Musik echt cool. Also immer wieder aufs Neue. Ist in dem Spiel echt gelungen, muss ich zugeben. So, ein Leben wieder mehr. Sind wir nicht ganz so schnell am Game Over. Aber ich frage mich jetzt immer noch, wo der letzte rote Ring sein soll. Erstmal den Checkpoint. So, jetzt checken wir erstmal hier ein bisschen die Lage. Ob wir hier irgendwie vielleicht sogar schon irgendwo was erkennen. Weil es muss ja irgendwo erkennbar sein, dass man da hin muss. Den haben wir nämlich auch schon. Habe ich gerade gesehen. Der ist nämlich da auf den letzten drauf. Und den haben wir. Den haben wir einkassiert. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Weil wir nämlich noch nicht am letzten Punkt sind. Das heißt, es kann eigentlich nur noch in diesem Abschnitt sich befinden. Sofern ich das noch richtig im Kopf habe, müsste theoretisch das irgendwo hier sein. Okay. Ja, jawoll! Jawoll! Der war ja gar nicht mal schwer, jawoll! Und da ist das Ende. Oh, sehr geil. Sehr geil, ist das geil. Yeah. Geilo. Von dem Level, wo ich wirklich den meisten Schiss bisher gehabt habe, dass das das Schwierigste wird, haben wir eigentlich ohne großen Aufwand gemeistert. Und das finde ich super. Jawohl, Level 2 Radar. Jawohl. Den nehmen wir natürlich. Schmeiß mal eine Schutzblase raus. Weg. Nein, nicht wegwispern. Verwerfen. Ja. Und dich dafür nehmen. Sehr schön. Gefällt mir. genau. Frozen's Factory Zone 2. Das war ja das mit der Monster-Tussi und wo ich mein Leben lang schon immer eine Schneekugel sein wollte. Das war immer schon ein Riesentraum von mir, eine Schneekugel zu sein. Fand ich immer schon super.
Das ist ja der momentane Trend, auch im Frühjahr, als Schneekugel umherzuwandern. ja, das ist jetzt die Frage, wo könnte jetzt denn hier schon wieder der rote Ring denn nur sein? Das frage ich mich hier, denn ich weiß es leider nicht. Deshalb such ich ja hier. Der ist wahrscheinlich wieder so irgendwie total doof versteckt. Wo man jetzt gar nicht dran denken würde wahrscheinlich. Nicht wirklich. Ja. Ich suche eigentlich eher die roten Ringe. Aber ich habe keinen Plan, wo die hier sind. Als der eine, den hatten wir schon. Und das heißt, wir haben den ersten verpatzt. Oh nein. Aber wo war der dann? Nein! Oh Mann, bin ich doof. Oh Mann. Ich hätte ihn gerne endlich mal. Das fände ich doof. Ich würde gerne den roten Ring haben. So. Wo könnte denn der letzte sein? Ich sehe den auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Bisher ist er mir noch nicht aufgefallen, wo er sein könnte oder hat ihr ihn vielleicht gesehen. Den haben wir bereits schon, das heißt wir suchen ab jetzt erst diesen roten Ring. Wo versteckst du dich denn? Dich haben wir auch. Das heißt, wir waren hier schon. Und du bist auch. Das heißt, er kommt. Er ist noch dieser rote Ring. Das heißt, wir suchen ihn erst noch. Und das finde ich nicht so geil. Das heißt, er kommt erst ab jetzt. Du fette Sau, schiebst mich runter. Das finde ich nicht so geil. Du Schwein. Dich schieß ich weg. Dich schieb ich weg. Dann komm ich hier vorbei. Ab hier dürft er sein. Dieser rote Ring. Oder auch nicht? Warum?
Ist er hier? Ja. Kann er bloß noch hier sein? So, Dickies. Der eine kegelt mich runter, ich kegel den anderen runter. Zwickmühle. Putz, putz, weg! Okay, hilft mir nix. Ist der hier auf der Rollbahn? Ist der? Wo bist du denn? Wo bist du, roter Ring? Ich hätte dich doch so gerne hier, wenn ich dir doch sag. Oh Mann, wo ist denn der? Jetzt kommt wahrscheinlich eh schon die Tussi. So wie das mich anschaut. Oh, du bist ja süß. Also die Tussi habe ich echt nicht vermisst. Bist du? Ha. Schachtel. Oh Mann. Mann, ich hasse diese Herausforderungen. Du wirst immer Glück haben musst. Wow, jetzt wird sie böse. Wow, sie zieht sich die Schuhe aus. Jetzt muss ich Angst haben. Jetzt muss ich Angst haben. Also liebe Leute, wenn Frauen ihre Schuhe ausziehen, muss man Angst haben. Ey, sie könnten dann bösartig werden. Jetzt reicht's. Ich zieh mir die Schuhe aus. Ja, mach das doch. Ach du Scheiße, die könnten ja einen Zehenkass haben, der wo so stinkt. Ja, jetzt, ich hab das Level geschafft, aber ich hab irgendwie nichts erreicht. Finde ich nicht so geil. Wenn ich da ehrlich bin. Oh Mann, das ist doch alles doof. Das ist jetzt echt doof. Das finde ich nicht so prickelnd. Das heißt, ich setz mein Radar Stufe 2 ein. Und hoffe, dass ich somit den roten Ring finde. Den roten Ring finde. Hier in den Level. Und
die Wege sind ja nicht so sonderlich groß. Das heißt, ich müsste ihn ja schnell mal finden, den roten Ring. Oh, mal ist das nicht. Leute, habt ihr das gesehen? Der ist weggerollt von der Schanze und dann hat das Piepen angefangen, der Radar. Wo soll da bitte schön der rote Ring sein? Heißt es, ich muss alle Billardkugeln einlochen, um den roten Ring zu bekommen? Das wäre ja wiederum mies. Wäre aber auch eine Herausforderung, wenn man es so sieht. Das ist wiederum wahr. Das finde ich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt muss ich die doofe Tussi wieder machen. Oh Mann. Ich habe den ersten roten Ring schon wieder weg. Nicht gemacht. Vor allem, weil ich keine habe. Aber du kommst näher mich ran, Kleiner. Ruf! Und Feuer! Irgendwie könnte ich mir das vorstellen, dass das Ei nur mit den Billardpassagen zu tun hat. Dass er da alle Kugeln einlochen muss. Irgendwie anders, weiß ich nicht. Die Levels sind ja nicht breit gefächert. Das ist ja meistens ein schmaler Durchgang, damit man sich schwer tut mit der Kugel. Im Spiel, weil die sich ein bisschen träge steuern lässt. Das ist ja logisch. Und ja, also eigentlich könnten es ja jetzt durch das, dass ich das jetzt weiß, dass da also der rote Ring irgendwo war und dass das eventuell die Möglichkeit sein kann, ist es wahrscheinlich auch so, weil es zwei Billardpassagen gibt, dass es gerade extra so gemacht haben, dass man da sich ein bisschen anstrengen soll. Oh Mann. Finde ich nicht so toll. Das finde ich nicht so sonderlich geil. Oh, nein, 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 blödes Hühnchen, blödes Hühnchen. Mach gleich Brandhädel. So, dich fahr ich um. Doofe Sau. So. Dicky, runter mit dir. Hier war zum Beispiel der eine. Rote Ring. Ah, den hatten wir ja schon. Soll er schließlich eine Herausforderung darstellen? So. Das heißt, nach rechts und links. Okay. Nach links. Rechts. Links. Links. Ich krieg da den nicht. Aber der hat da auch nicht gepiept. Das heißt, er kann gar nicht da. Also, es müsste nicht da sein. Schiebt der mich runter. Die dicke Sau. Und ich schieb dich runter. Oh Mann, das regt mich schon wieder auf. Dieser doofe Kack hier. Ich möchte auch nur meinen roten Ring und mich dann auch wieder verpissen. Ja, ist ja gut. Ich hab den echt schon wieder irgendwo verpasst. Das ist wahrscheinlich schon das Billard. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hm.
Ich glaube, da muss ich mich noch mal schlau machen. Nee, diesen Level. Oh, du bist ja süß. Weil ich habe eigentlich jetzt keinen Bock, dass ich das Level jetzt noch mal durchgehe und ich eigentlich keinen Schimmer davon habe, wie es... ob ich mit meiner Vermutung überhaupt recht habe oder nicht. Dich weg. Dich weg. Dich weg. Und da bist du. Nein, ist mir auch egal. Es geht mich deine Frisur an. Wir können tanzen, aber ich führe. Niemals. Ein Monster, was führt, das kann nichts werden. Wenn du mir mein Kleid ruinierst. Was ist dann? Machst du deine Fingernägel? Komm mal raus, du blödes Miststück, du! Gehst mir auf, so. Niemals! Alter! Regt mich das auf! Ja, wunderbar! Genau zwischen den Bomben gespawnt. Ist ja mal so gar nicht unfair. Und zack. Muss los. Jawohl. Jawohl, endlich habe ich die blöde Alte geschafft. Oh Mann, nee. Ich glaube, das muss ich offscreen machen.